So Leute, los geht das Abenteuer in einem der wildesten, schönsten und ursprünglichsten Ländern, die ich je bereist habe. Das osteuropäische Rumänien hat mich schon an den ersten Tagen so von den Socken gehauen, dass die Tour hier garantiert eine der Top 3 Touren in meinem Leben wird. Los ging es hier mit zwei einheimischen Freunden auf 350er KTM Vollcross-Maschinen. In dieser Zeit konnte ich eine Seite von Rumänien kennenlernen, die Touristen normalerweise verborgen bleibt. Und schon nach den ersten paar Kilometern stelle ich fest, so viel Spaß hatte ich noch nie zuvor auf zwei Rädern. Nach 3 Tagen Enduro-Wandern in Transsilvanien fahre ich dann noch auf eigene Faust mit meiner dicken Faust rum weiter. Hier könnt ihr mich in diesem Video dabei beobachten, wie die rumänische Wildnis versucht, mich in die Knie zu zwingen. Noch nie zuvor war meine körperliche Unversehrtheit in so großer Gefahr wie hier. Dafür hat Rumänien als Entschädigung am nächsten Tag die schönste asphaltierte Passstraße meiner Motorradkarriere für mich am Start. Und für euch gibt es zum Nachfahren dieser genialen Tour natürlich wie immer die GPX-Tracks in der Videobeschreibung. So, und jetzt geht's los mit meinem Motorradabenteuer Rumänien. Ich starte wie immer am Freitag um 16 Uhr nach Feierabend. An diesem verregneten Nachmittag schiebe ich mich auf der österreichischen A1 in Richtung Wien. Nach über 500 Kilometer in völliger Durchnässung lege ich hier einen kleinen Übernachtungsstopp ein. So, guten Morgen Leute. Bin hier in der österreichischen Hauptstadt Wien. Habe jetzt hier in so einer Absteige gepennt für 30 Euro. Und jetzt geht's weiter 700 Kilometer bis nach Cluj in Rumänien. Wir haben es 8 Uhr morgens. Ich schwinge mich jetzt auf den Kahn. Und dann nix wie los. Nach den gestrigen Anreisestrapazen habe ich heute ein relativ lockeres Programm. Am frühen Samstagmorgen passiere ich die Grenze zu Ungarn bei Sonnenschein. Hier schiebe ich mich auf einer schier endlosen Gerade immer weiter in Richtung Rumänien. Den 19 Millionen Einwohner starken EU-Staat erreiche ich am frühen Nachmittag bei einer sagenhaften Atmosphäre. Welcome to Romania! Ja, willkommen in Rumänien. Ich bin jetzt ungefähr seit 1100 Kilometer unterwegs, hab noch gute 100 Kilometer bis Cluj-Napoca, auch Klausenburg genannt, ist so eine Stadt in den Karpaten, und da habe ich diesmal was ganz Besonderes vor. Und zwar treffe ich da den Andrei und den Paul. Der Paul ist Rumäne und der Andrei kommt ursprünglich aus der Schweiz, wohnt jetzt aber auch in Rumänien. Ja, und die beiden haben ein kleines Unternehmen gegründet, das nennt sich Enduro Nuts. Das heißt, die machen geführte Enduro-Wanderungen mit kleinen 350er KTMs. Und die haben mich eingeladen, nachdem sie mein Island-Video gesehen hatten und gefragt, ob ich mal Bock habe, mal richtig Enduro zu fahren. Und da habe ich natürlich gesagt, ja sicher habe ich da Bock drauf. Und dann geht es morgen los auf eine 3-tägige Enduro-Wanderung. Wenn ich mit den 3 Tagen mit den beiden Jungs durch bin, habe ich noch 4 Tage Zeit, mit meiner Maschine ein bisschen Rumänien, die Karpaten zum Erkundschaften. Deswegen habe ich vor der Tour auch neue Reifen draufgezogen. Habe meinen heißgeliebten Michelin Anarchy Adventure gegen den Heidenau K60 Ranger getauscht. Richtiger Bulldog-Reifen. Damit sollten die Offroad-Stücke hier in Rumänien klappen. Der Boden hier ist nämlich gut aufgeweicht. Hier regnet es schon seit einigen Tagen durchgehend. Auch mich hat Rumänien heute mit Regen begrüßt. Ja, nasser Asphalt, tiefhängende Wolken und ein absolut chaotischer LKW-Verkehr zeigen mir hier schon auf den ersten Kilometern, wer Rumänien bereisen will, der muss aus einem harten Holz geschnitzt sein. Ich streife die ersten Randbezirke der Karpaten und der Himmel klart langsam auf. Und dann ist es endlich soweit. Nach über 24 Stunden auf Tour komme ich an meinem Ziel an. Jo, 1200 Kilometer Anreise abgehakt. Bin jetzt hier in Cluj, der Hauptstadt von Transsilvanien, Siebenbürgen in Rumänien. Mein Ziel hier war so ein Hinterhof. Hier hinten ist das Büro von den Enduro Nuts. Von innen schöner wie von außen. Aber im Büro wird ja hier nur Papierkram erledigt. Das Hauptgeschäft findet dann ja morgen in der Wildnis der Karpaten statt. Hab ich den André gerade schon getroffen. Bier gab's auch schon. Optimal. Dann kann's morgen losgehen.
Bei ein paar Bier verbringe ich einen gemütlichen Abend mit Paul und André. Sie erzählen mir einiges übers Endurofahren und die rumänische Wildnis. Bei einer Klamottenanprobe besprechen wir die letzten Details der anstehenden 3-Tages-Tour, die auch für die beiden neu im Programm sein wird. So, dann noch ein letztes Schlückchen und dann ab ins Bett. Also auf eine geile Tour, auf ein geiles Abenteuer. Ab morgen wird Rumänien so richtig gerockt. So Leute, guten Morgen. Jetzt geht dann die Action gleich los. Wir sind hier im tiefsten Transsilvanien, im Hinterland. Der Paul lädt hier gerade die Kisten aus. Ja, was soll ich sagen, ey, ich freue mich jetzt riesig auf die Tour. Ey. Die Maschinen sehen schon mal richtig cool aus. Man sieht's, der schiebt die hier rum wie Fahrräder. Die wiegen gerade ein bisschen mehr wie 100 Kilo. Das ist mein Gefährt für die nächsten Tage. Die Sonne scheint, ein paar Wolken sind am Himmel. Es hat 14 Grad hier oben. Perfektes Enduro-Wetter. Am frühen Sonntagmorgen sind wir bereits mit dem Transporter der Enduronuts gute 30 Kilometer weggefahren von Cluj. Bei einer traumhaften Idylle im absolut verlassenen Hinterland Transsilvaniens schwinge ich mich in meine Enduro-Klamotten und kann es kaum noch erwarten, endlich auf die Kiste zu steigen. So, wir sind angezogen, richtig schön luftig. Paul und André besprechen gerade noch die letzten Details der Route. Hier ist der André, Paul. Er ist der rumänische Tourguide, bei ihm zusammengehört Enduronuts. Vor allem bin ich jetzt mal richtig gespannt auf die Tour. Wir versuchen gerade noch die letzten Sachen zum Verstauen. Gepäck haben wir alles im Rucksack. Ab jetzt geht's rein in die Wälder Transsilvaniens. So, und ab geht's. Die ersten Meter waren etwas gewöhnungsbedürftig. Doch hat man sich erstmal an die Sitzposition gewöhnt und die Füße haben Bremse und Gangschaltung gefunden, kennt der Spaß kein Halten mehr. Und schon nach den ersten Kilometern dachte ich mir, bitte lass die nächsten 3 Tage nie enden. Hey, das geht ab. Das ist ja mal der Oberhammer, ey. Scheiße, sind das geile Teile. Jetzt weiß ich, warum immer alle gesagt haben, fahr mal mit einer richtigen Enduro. Ey, da heizt man durch mit gefühlt 50, 60 Sachen voll über die Brocken drüber. Der Hammer, ey, der Hammer. Hab ich jetzt Bock auf die nächsten 3 Tage, ey. Ja, meine Euphorie in diesem Moment war kaum zu bändigen. Und so konnte ich es auch nicht erwarten, gleich wieder aufs Bike zu schwingen und endlich weiterzufahren. Paul, der rumänische Tourguide, fährt zielsicher vorweg und ich bleibe ihm dicht auf den Fersen. Gefolgt werde ich von André, der gebürtig Schweizer ist. Doch er lebt schon seit vielen Jahren in Rumänien und ist, wie könnte es auch anders sein, der Mensch hinter den Zahlen bei Enduronuts. Und während Paul hier fast täglich mit seiner KTM durch die Karpaten heizt, ist André ein eher seltener Gast auf den Enduros. Im 2020 gemeinsam gegründeten Unternehmen bieten die beiden Trainings und geführte Tagestouren an. Mit mir gemeinsam soll nun eine 3-Tages-Tour entstehen, die dann auch mit ins Programm aufgenommen wird. Für mich eine riesige Ehre, in dieser traumhaften Gegend bei der Entstehung mit dabei zu sein. Wir sind jetzt hier so einen Waldweg runtergefahren, wenn man es noch als Weg bezeichnen kann. Und der Paul hat gesagt, kennt ihr einen guten Platz für Pilze? Das ist ja allgemein, die haben hier Steinpilze, das ist der Hammer, hey. Also die ganzen Autos, wo hier unterwegs sind, das sind alles Pilzsammler, die tragen hier Waschwannen voller Steinpilze raus. Das ist echt der Oberknaller, ey. Die sind ja bei uns zu Hause eher selten, aber hier müssen die wachsen wie Unkraut. Jetzt hier angehalten. Paul hat hier eine kleine Steinpilzecke. Ich werde jetzt 2, 3 große holen und später wollen wir ein kleines Feuer machen und die dann grillen. Der ganze Wald ist voller Pilze. Ich habe ihm Paul vorhin so eine Braunkappe gebracht, was bei uns daheim ja ziemlich begehrt sind. Hat er direkt weggeworfen, hat er gesagt, nee, wir wollen nur Steinpilze. Also, wer sucht, der findet.
Steinpilze. Da ist noch einer. Sehr schön. Ah, schön. Schöne Ausbeute. 2 Minuten. In 2 Minuten, Wahnsinn. Ey, in Deutschland finde ich das im ganzen Jahr nicht. Aber wenn man hier so am Pilze suchen ist, dann muss sich das immer vor Augen halten, dass hier tatsächlich auch Bären rumrennen. Das finde ich ja so krass. Richtig fette Braunbären. Bis zu 7000 Braunbären wohnen hier in den Wäldern der Karpaten. Es ist mit Abstand die größte Population in ganz Europa. Die bis zu 350 Kilo schweren Tiere sind aber nicht die einzigsten Räuber in der Gegend. Rumänien ist auch das Land mit den meisten Wölfen in Europa. Bis zu 4000 Stück sollen sich in den Bergen hier herumtreiben. Somit empfiehlt es sich, als rumänischer Spaziergänger oder Pilzsammler lieber einen Hund mitzunehmen. Auch die Häuser in den Bergen werden meistens von einem ganzen Rudel der Vierbeiner bewacht. Und deshalb kann ich auch sagen, ich habe noch nie zuvor ein so wildes und ursprüngliches Land wie Rumänien bereist. Fahrspaß, Adventure-Feeling und eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch. Mir wird hier schon in der ersten Tageshälfte bewusst, die Tour wird einer meiner Top-Touren überhaupt. Jo, Rumänien läuft. Ey, das macht so einen Bock. Ich komme jetzt voll rein. Vertrauen in die Karre und in die Reifen. Paul und André mega cool drauf. Ey, das ist so witzig. Jedes Mal, wenn man anhält, findet man wieder einen Steinpilz. Einfach so. You eat it without cooking? Ja. It's very good. No problem. No. Let me try. Der gehört zu mir. Tomorrow I have diarrhea. Don't worry, you will have diarrhea not from this. But something else. Roher Steinpilz. Habe ich auch noch nicht gegessen, aber schmeckt verdammt lecker. Ey, Rumänien, zum Verlieben, die Wälder hier. Alles so schön moosbewachsen, ey. Kein Mensch hier außer uns. Mega cool. Paul weiß jetzt da einen guten Spot, wo wir ein bisschen Lagerfeuer machen können, dass wir mal unsere Steinpilze grillen. Und bis jetzt auf jeden Fall 1 mit 10 Sterne die Tour. Wir schrauben unsere 110 Kilo leichten 350er Viertakt KTMs wieder die Berge hoch. Und jedes Mal wieder, wenn wir über der Baumgrenze herauskommen, denke ich mir, warum hat mir eigentlich noch nie vorher jemand erzählt, wie schön Rumänien ist? In die Landschaft hier kann man sich einfach nur verlieben. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass in meinem neu entdeckten Hobby die Glücksgefühle nur noch so übersprudeln. Das ist definitiv jetzt schon eines der coolsten Dinge, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Danke, 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 Paul und André, für dieses mega Erlebnis. Haben jetzt hier ein schönes Fleckchen gefunden, ne? Zum Grillen. Da haben wir heute Morgen noch ein bisschen Fleisch eingekauft und Pilze. Und der Paul verwöhnt uns hier noch mit thailändischem Bier. Gab wohl nichts anderes. Mal ein bisschen Pause machen jetzt. Paul! You are a really great guide. Thanks! Ja. Paul macht es verdammt gut, hey. Der fährt nicht zu schnell und nicht zu langsam. Macht richtig Bock. So, der Paul ist hier am Pilze putzen.
Und ich gehe schon mal Holz sammeln. Und dann werden wir uns jetzt ein schönes Feuer machen. Und hier mal ein, zwei Stunden pausieren. So, ich bin fürs Feuermachen zuständig. Wird schon langsam. Das ist ja hier wie bei den Pfadfindern. Kartoffel, selbstgesammelte Pilze und Wurst. Ja. Man sieht es an meinem Atem. Hier ist eigentlich relativ kalt in den Bergen schon. Wir haben unter 10 Grad. Wir haben jetzt hier ein schönes wärmendes Feuer gemacht. Grillen uns was zu essen. Wir haben gerade echt mega Glück. Es hat jetzt ein bisschen geregnet, hatten aber hier einen kleinen Unterschlupf. Und jetzt sind wir mit dem Essen fertig und die Sonne kommt wieder raus. Ey, Rumänien läuft. Paul hat immer ein paar gute rumänische Geschichten auf Lager, was hier so abgeht in der Wildnis. So, nach der Stärkung schwinge ich mich mit meinen neu gewonnenen Freunden wieder auf die Bikes. Wir starten wieder auf Wegen, bei denen man selbst als Fußgänger schon Schwierigkeiten hätte durchzukommen. Doch die KTM Enduros sind natürlich über die Jahre hin perfektioniert auf genau dieses Gelände. Und während ein Großteil dieser Strecken mit meiner Faustrom unmachbar werden, geht es mit diesen Maschinen fast schon kinderleicht. Eine Spur suchen, durchfahren und fertig. Die Reifen haben so gut wie auf jedem Untergrund einen brutalen Grip und die knapp 50 PS starken Motoren schieben überall durch. Ja, mehr Spaß kann man, denke ich, als Mann nicht haben. Und gepaart mit diesen mördermäßigen Aussichten wird dieser Trip mit jedem weiteren Kilometer noch unvergesslicher. Man sieht auf dem Handy immer nicht, wie steil das ist. Aber hier geht's ganz schön ab, ey. Aber bis jetzt, toi toi toi, läuft's gut. So, wir sind zurück in der Zivilisation, wenn man es so nennen kann. Auf jeden Fall gab es hier mal eine kalte Coke. Ja, die Kids hier, die haben Riesenfreude. Hallo! Die sind so geil drauf, die Rumänen. Abend haben wir den kleinen Ausflug in die Zivilisation genutzt, um die Bikes voll zu tanken. Und dann geht es wieder rein in die Wildnis, auf zu unserem nächsten Highlight. Auf verlassenen Wegen wollen wir zu einem Erzbergwerk. Auf dem Weg dorthin passieren wir zunächst einen giftigen See. So was habe ich auch noch nicht gesehen. Sieht aus wie eine Eisfläche da drauf, auf dem Wasser. Das sind aber irgendwelche Chemikalien von der Eisenerzgewinnung. Ja, das läuft schon ziemlich skrupellos in Rumänien. Die Giftblöre wird von den Bergwerkbetreibern jedes Jahr noch 2 Meter höher gestaut. Und die einheimischen Bergbewohner müssen immer weiter nach hinten fliehen. Das Landschaftsbild von weiter oben mit Blick auf den giftigen See ist schon richtig surreal. So, das ist jetzt hier die Mine. Eisenerz und Gold wird hier abgebaut. Und hier ist dann der See. Das schaut aus, als hätte er eine Eisfläche oben drauf, der See. Richtig krass. Was ich gerade eben als Mine verkauft habe, war erst der Anfang vom Abbaugebiet. Wir schwingen uns auf die Bikes und fahren mitten hinein. Nach ein paar Minuten kommen wir zu einem Aussichtspunkt, von wo aus man das richtige Bergwerk sehen kann. Bei der abendlichen Kulisse bleibt einem fast der Atem stehen. So, hier ist die Mine. Krass, krass, krass. Richtig fettes Bergwerk. Ich muss euch mal die Steine hier zeigen. Da quillt das Eisen schon fast von alleine raus. Hier sieht man es. Alles voll Eisen. Ist gerade so eine geile Stimmung hier irgendwie. Kurz vor Sonnenuntergang. Dieser riesigen Mine. Komplett allein. Mitten in Rumänien. Schon irgendwie was Magisches hier so. Aber wir haben ein bisschen getrödelt. Wahrscheinlich wird es noch dunkel, bevor wir an unsere Unterkunft ankommen. Aber
aber egal. Es fängt langsam an zu dämmern, doch die über 300 Meter tiefe Mine hat uns alle so fasziniert, dass wir beschlossen, hier kurz zu pausieren. Wir setzen uns auf die Eisensteine und lassen diese absolut geniale Abendatmosphäre auf uns wirken. Und das war es wirklich wert, auch wenn es bedeutete, dass wir heute die letzte halbe Stunde in der Dunkelheit zum Hotel fahren müssen. Doch zuerst verlassen wir das Bergwerk durch eine Kulisse, die einen irgendwie an eine Zombie-Apokalypse erinnert. Die Gegend ist durchzogen von halb verrotteten Ruinen und streunenden Hunden. Die Hunde, die uns hier immer wieder jagten, machten mir auf den KTMs keine Sorgen. Denn mit diesen Bikes ist man definitiv immer schneller als die Köter. Das sah ein paar Tage später auf meiner Faust rum ganz anders aus. Doch ich will nicht zu viel vorweggreifen. Wir machen uns auf die letzten Meter zum Hotel und werden nochmal vom Regen geduscht. Ruck. So, wir sind angekommen in der Unterkunft. Die letzte halbe Stunde war etwas feucht. Aber hier gibt es auf jeden Fall schon mal Bier. Drei Zimmer werden auch hergerichtet. Mitten in der Pampa hier. Aber richtig cool. So sieht die Bude aus. Ich denke, für rumänische Verhältnisse ganz ordentlich. So, hier ist das Apartment, wo wir gestern noch angekommen sind. Sogar eine kleine Campingwiese hier. Wir sind hier angekommen bei Nacht und strömenden Regen. Jetzt sind hier recht herzlich empfangen worden. Der hat gleich mal sein Auto zur Seite gestellt, dass wir in die Garage rein können. Und dann hat er Betten und alles hergerichtet. Also die Leute hier in Rumänien, die sind sowas von gastfreundlich. Das ist echt der Hammer, ey. Rumänien hat in Deutschland irgendwie den komplett falschen Ruf. Das ist echt bis jetzt ein mega schönes Land und mega freundliche Leute. Also macht bis jetzt richtig Spaß. So, die Bikes sind abfahrbereit. Ich bin auch schon angezogen. Das heißt, jetzt geht's dann gleich los, Tag 2. Die Unterkunft hier, musste gerade echt lachen. Hey, wir haben zu dritt übernachtet, jeder hatte ein eigenes Zimmer. Wir haben Abend gegessen, einige Bier getrunken, gefrühstückt. Und die Rechnung war umgerechnet so um die 80 Euro. Also war alle drei zusammen. Ja, richtig cool. Ja, Paul kommt auch schon. Hey Paul! Second day. We want to start the second day. Ja, yeah, start. Let's start it. Also ich muss echt sagen, ich hatte noch nie zuvor so viel Spaß auf zwei Rädern. Das macht einen Bock hier. Bin da richtig im Element. Ey. Da kann man so sein inneres Kind richtig austoben lassen. Also, keine Ahnung, was ich nächstes Jahr so treibe, aber das nochmal zu machen hier, wäre schon auf jeden Fall mega cool. Und für euch kann ich es natürlich auch nur empfehlen. Den Paul kann man buchen mit bis zu 6 Leuten. Also mehr Spaß kann man als Mann, glaube ich, nicht haben. Paul und André erklärten mir übrigens, dass die Hunde, die einen hier immer wieder verfolgen, zum größten Teil gar keine Streuner sind. Sie haben fast alle einen Besitzer. Doch der Hund hat in Rumänien eine andere Bedeutung als in Deutschland. Während er bei uns als Haustier gehalten wird, ist es in Rumänien mehr ein Nutztier. Sie sind dafür da, Haus, Hof und Weideviech gegen die Wildtiere zu verteidigen. Leider erkennen sie auch Motorradfahrer als Gefahr an. Und so wird man, wohl oder übel, immer wieder gejagt. Dafür sind die Kühe hier umso friedlicher. Tja, eigentlich bin ich erst 2 Tage hier, so richtig, in Rumänien. Aber ich kann jetzt schon sagen, das ist dieses Jahr definitiv die beste Tour, jetzt schon. Das Land ist einfach nur noch geil. Die Stimmung hier in den Bergen, ey, wieder die Wolken durchziehen. Alles ist so friedlich, überall wachsen die Pilze. Holz ohne Ende, überall liegt Brennholz. Hier die Kühe, da saufen noch die Kälbchen an den Müttern. So wie es sein soll, ey. Richtig ursprünglich. Keine Menschen hier oben. Einfach traumhaft. Also Rumänien war eigentlich nie so richtig auf meiner To-Do-Liste. Ich wäre hier eigentlich auch nie hergefahren. Das war jetzt echt nur, weil
die beiden mich hier eingeladen haben zum Enduro-Fahren. Sonst wäre es in die Pyrenäen gegangen. Aber hier echt der Geheimtipp schlechthin. Und es ist eigentlich nicht weit weg, wenn man denkt, nach 1000 Kilometern ist man schon an der Grenze. Also auf jeden Fall an einem Tag erreichbar, wenn man es durchzieht. Und dann erwartet einen hier Natur pur. Weiter geht es an diesem Montagvormittag bei dunklem, wolkenfangendem Himmel immer tiefer in die Karpaten. In dem 1300 Kilometer langen Gebirgszug, der touristisch so gut wie gar nicht erschlossen ist, enden die Straßen schon mal im Nichts. Ja, der Weg hier ist mal weg und mal wieder kurzzeitig da. Querfeld einzufahren ist mit diesen Motorrädern natürlich kein Problem und macht auch einen Heidenspaß. Doch wir versuchen es natürlich, soweit es geht, das zu vermeiden. Denn es sollen sich ja noch viele weitere Generationen an dieser traumhaften, unberührten Natur erfreuen können. So, der Paul muss jetzt mal den Weg abchecken. Es sind wohl ein paar Bäume gewachsen, seit das letzte Mal hier war. Ja, wenn kein Weg mehr da ist, hilft nur noch Kompass raus und in die richtige Richtung weiterfahren. Wir suchen hier einen schmalen Flusslauf, der bestens zum Enduro-Fahren geeignet ist. Doch dafür müssen wir zuerst mal durch einen tiefen, dunklen Laubwald. Hier komme ich mit meinem Enduro zum ersten Mal so richtig ins Schwitzen. Boah, jetzt bin ich ins Schwitzen gekommen, den Berg hoch. Sieht auf den Videos immer nicht so steil aus, aber ist extrem steil. Nasses Laub überall. Also das macht schon ordentlich Bock jetzt. Was in Rumänien alles möglich ist, ey. Ja, der Ritt hat schon fast einen Besuch im Fitnessstudio ersetzt. Doch Paul bringt mich die nächsten Tage noch ein paar weitere Male an meine Grenzen. Er hat gesehen, dass ich mit der KTM ganz gut umgehen kann und Spaß im harten Gelände habe. Deshalb baut er auch ein paar Action-Passagen mit in die Route ein. So, wir haben es geschafft, das Flussbett ist gefunden. Solche Strecken wie das Flussbett hier darf man in Rumänien seit 2020 übrigens nur noch mit einem Guide befahren. Vor 2020 war in Rumänien mit den Enduros quasi alles erlaubt. Heute sind die Regeln etwas strenger, doch der Flusslauf ist trotzdem noch drin. Und da bin ich auch froh drüber, denn die Befahrung macht eine Heidengaudi. Hier kann man sein Geschick auf zwei Rädern nochmals so richtig testen. Während das Fahren auf normalen Feldwegen einfach wie Fahrradfahren ist, muss man hier schon ein bisschen mehr drauf haben. Für mich war der Kontrast einfach mega cool. Zeitweise auf Feldwegebrettern mit einer Aussicht, die einem fast den Atem raubt, und dann wieder mitten rein ins Gelände, wo man schauen kann, wie talentiert man dann wirklich ist. Und wenn die Karre mal reinfällt, ist auch nicht schlimm, die sind dafür gebaut. Beim Enduro-Fahren ist es sogar eher so, dass man sagt, wer nicht hinfällt, ist nicht ans Limit gegangen. Doch Gott sei Dank meiste ich die erste Hard-Enduro-Etappe ohne Sturz. Wir kommen an einer Lichtung raus, wo man mal wieder das Gefühl hat, gibt es eigentlich noch andere Menschen hier außer uns? Wir sind umgeben von schier unendlichen Wäldern. Soweit das Auge reicht, Bäume, Bäume, Bäume. Das ist auch kein Wunder, denn die Karpaten überzieht das größte noch bestehende geschlossene Laubwaldgebiet Europas. Und zwischendrin kommt man dann doch immer wieder an einsamen Bergbewohnern vorbei. So, wir machen uns an den nächsten Uphill. Ich muss ja sagen, die steilen Bergaufstücke, die technisch nicht allzu schwierig waren, haben mir am meisten Spaß gemacht. Hier konnte man den Gashahn aufdrehen und es fühlte sich an, als würde man fliegen. Doch schon kurz darauf fliege ich zum ersten Mal auf die Schnauze. Der Weg wird extrem schlecht und wir sind schon wieder im Hard-Enduro-Fahren.
Wie schon eine knappe Stunde zuvor geht es wieder durch ein Flussbett. Doch diesmal nicht geradeaus, sondern steil bergauf. Und um es noch ein bisschen interessanter zu machen, liegen richtig dicke Äste, eigentlich fast schon halbe Bäume, kreuz und quer. Während ich, wie ich es mit meiner Forstrom gewohnt war, bei schwierigen Wegen erstmal langsam versuchte voranzukommen, merkte ich schnell, dass das hier die falsche Taktik ist. Die Schwierigkeit bei dieser Steigung und diesem Untergrund war, das Motorrad erstmal in Bewegung zu kriegen. Dafür braucht man schon ein richtig gutes Gefühl in der Kupplungshand. Und hat man die Karre dann mal in Bewegung gebracht, heißt es Gas geben, egal wie dick die Steine sind, die im Weg liegen. Während der Federweg und die Bodenfreiheit der KTMs hier keine Grenzen kennt, muss man versuchen, auf einem wilden Stier wie beim Rodeo-Reiten sitzen zu bleiben. So, das war definitiv jetzt der härteste Part, hier durch so ein Flussbett hochzufahren. Mit lauter Ästen und Baumstämmen drin. Das ist hier richtig harte Arbeit. Ich gehe ganz schön in die Muckis. Ja, hier ist das Flussbett. Sieht jetzt auf dem Video relativ gerad aus. Ist aber extrem steil und richtig dicke Brocken, lauter Äste und Steine drin. Doch auch den Part haben wir geschafft und kommen wieder auf besseren Wegen raus. Aber was heißt schon bessere Wege beim Enduro-Fahren? Hier hat jeder andere Vorlieben. Manche mögen es schwieriger, manche heizen lieber auf einfachen Wegen durch die Gegend. Das war übrigens ich. Nachdem ich mittlerweile mit meinem Bike eins geworden bin, habe ich hier richtig Spaß, um die Kurven zu driften. Und das Coole daran ist, dass es nie langweilig wird, weil sich das Landschaftsbild gefühlt alle 5 Minuten komplett ändert. Und so kommen wir nach einem ultraschmierigen Waldboden wieder über der Baumgrenze raus. Mit dieser genialen Aussicht kommen wir erstmal zur Ruhe und merken, dass unsere Mägen schon langsam anfangen zu knurren. Doch auf dem Gipfel pfeift ein unendlich kalter Wind und wir entschließen, noch ein kurzes Stück abzufahren. So, Mittagessenszeit. Ja, und ihr trinkt Corona. Kleines Bier. Kleines Bier. I'm not enough man to drink. Auf jeden Fall, bis jetzt die Tour wieder richtig cool gewesen. Wir machen jetzt hier einen kleinen Stopp mit schöner Aussicht. Gucken, ob man es hier sieht. Ja, und ich mache hier gerade ein kleines Feuer an. Paul hat mal wieder Würstchen besorgt. Also, Mittagessen und dann geht's weiter. Mega, mega geil bis jetzt. Sonne kommt auch raus, so geil. So, das Feuer brennt. Ich will erstmal meine Socke trocknen. Bisschen nass geworden bei der letzten Flussdurchfahrt. Ey, der Enduro-Lifestyle, der ist irgendwie so richtig chillig. Man sieht den ganzen Tag keinen Menschen außer uns. Und man hält an, wo man will, macht ein Feuer, wo man will. Ist ja alles okay irgendwie. Was sind wir doch für coole Typen. Hier oben, mitten im Nirgendwo, hat man irgendwie das Gefühl, die Welt liegt einem zu Füßen. Zumindest die beiden alten Ladies, die hier beim Blaubeerpflücken waren, haben wir mit unseren Maschinen ganz schön beeindruckt. Okay, Spaß beiseite. Bei bestem rumänischem Wetter geht's wieder in die Pampa. Vor diesen tiefen Kuhlen, die die Waldarbeiter mit ihren LKWs in den Boden drücken, hat sogar Paul Respekt.
Man kann nicht wirklich abschätzen, wie tief sie sind. Und er meinte, ein paar Kollegen von ihm sind schon bis zum Luftfilter abgesoffen. So Leute, und jetzt kommt der absolut härteste Anstieg der gesamten Enduro-Tour. Wie schon ein paar Mal erwähnt, man kann auf den Videos einfach nicht sehen, wie verflixt steil die Hänge sind. Und der hier war verdammt steil. Das allein war aber nicht das Problem. Richtige Schwierigkeiten machten mir hier die großen losen Brocken. Egal was ich mit Gas und Kupplung anstellte, die Karre wollte einfach nicht vom Fleck. Unter allergrößten Kraftanstrengungen schaffte ich es immer wieder ein paar Meter zu fahren. Doch die Kiste kam immer wieder zum Stehen. Und sie wieder ins Rollen zu bringen, war ein Kraftakt, den ihr euch nicht vorstellen könnt. Und so schwand nach und nach meine Energie und ich konnte die Karre kaum noch halten. So musste ich es wohl oder übel einsehen, dass ich auf dem steinigen Stück nicht nach oben komme. Also ab auf den Grünstreifen. Also, 10 Stunden Fitnessstudio ist ein Dreck dagegen. Alter Schwede. Meine Kräfte waren gerade dermaßen am Ende, den Berg hoch. Ich konnte die Karre kaum noch halten. Ey. Meine Muskeln, meine Hände, es zittert alles. Ey. Aber ich habe es allein geschafft. Geil. Das war Hard Enduro Style in Romania. Boah, ey, krass. Krass, krass, krass. Bei dem 5-tägigen Hard Enduro Rennen Red Bull Romaniacs wäre so ein Anstieg natürlich nicht nennenswert gewesen. Die Jungs ziehen ganz andere Sachen durch, aber für mich als Newcomer hat es gereicht. Doch spätestens nach der Aussicht an dem Gipfel hier oben waren alle Strapazen vergessen. Wir haben es auch schon am späten Nachmittag und machen uns langsam auf den Weg runter vom Berg. Der Runterweg ist mindestens genauso schlecht wie die schwierige Uphill-Stelle vorhin. Doch bergab ist das Ganze etwas einfacher zu meistern. Ein guter Trick ist hier, den Motor auszuschalten, so kann man mit der Kupplung das Hinterrad bremsen und hat beide Füße zur freien Verfügung. Doch auch dieses Stück haben wir mit Bravour gemeistert und der heutige Tag ist schon fast zu Ende. Glücklich wie ein kleines Kind und voller Übermut mache ich noch ein paar Tricks, bevor es ins Dorf geht. Dorf heißt in dem Fall ein kleiner Skiort, der im Sommer hier vor allem von Hunden bewohnt wird. Was haben die Fellnasen nur gegen Motorräder? Naja, egal. Gefühlt 100 bellende Hunde später finden wir dann doch noch ein Hotel, das offen hat. So, wir sind hier in so einem Skifahrerdorf angekommen. Es sind ein Haufen Hotels hier, aber überall tote Hose. Eins haben wir jetzt Gott sei Dank gefunden, wo noch betrieben wird. Schaut richtig gut aus. Die zwei freuen sich auch schon. Haben wir jetzt schon wieder richtig Glück gehabt. Den ganzen Tag dem Regen davon gefahren. Und jetzt finden wir noch so ein richtig geiles Hotel. Für rumänische Verhältnisse hier. Astreine Bude. Ich zeige euch mal mein Zimmer. Ich stehe hier gerade auf dem Balkon. Mit fetter Aussicht. Jo, so sieht die Hütte aus. Schon ein bisschen eingedeckt von mir. Aber richtig schön. So, guten Morgen, Leute. Wir sind hier in dem Skidorf Fatrop. Es ist 8 Uhr in der Früh. Wir haben es unter 5 Grad. Eisig kalt hier. Werden wir jetzt hier noch frühstücken. Und dann geht's ab in die letzte Runde. Fettes Frühstücksbuffet ist auch schon angerichtet. So, die Sonne scheint. Wir sind startklar. Dritter und letzter Tag mit den KTMs. Und jetzt geht's los. Der dritte und letzte Tag mit den Enduros startet genauso wundervoll wie die zwei vorherigen.
Da wir eigentlich zu 100% Offroad fahren, müssen die Tankstops natürlich vorher gut geplant werden. 9 Liter passen in die Tanks der KTM. Das reicht für den ganzen Tag. Die Spritpreise in Rumänien lagen so ungefähr bei 1,50 Euro für den Liter Benzin. Und spannend geht es weiter. Mal wieder durch ein kleines Flussbett. Wie vorhin schon erwähnt, sind diese Wege in Rumänien nur noch mit Guide legal befahrbar. Paul, der hier vorne wegfährt, ist schon seit 20 Jahren auf Enduros in diesen Wäldern unterwegs. Mit seinem Erfahrungsschatz konnte ich jedes schwierige Stück Gott sei Dank alleine meistern. Das Coole daran war, dass er einen eigentlich immer so lange probieren lassen hat, bis er gemerkt hat, jetzt geht wirklich nichts mehr. Und dann kam er mit einem Tipp um die Ecke und plötzlich ging es wieder weiter. Und das Ganze noch gepaart mit seiner lockeren rumänischen Art machte ihn als Guide für mich zu einer wahren Bereicherung für die gesamte Tour. Und auch Andrej, der Schweizer Auswanderer, hatte immer interessante Infos parat. So entstand über die 3 Tage eine gute Freundschaft zwischen uns dreien. Wir fahren weiter und Rumänien zeigt sich mal wieder von seiner ganz romantischen Seite. Salut! Und bei den vielen Reisen, die ich schon gemacht habe und noch machen werde, wird Rumänien immer als ein Highlight herausstechen. Auch die kleinen Bergdörfer wie dieses hier fand ich einfach nur mega cool. In einer Szenerie wie vor 200 Jahren fügen sich die Hütten hier perfekt ins Landschaftsbild ein. Genauso tun es diese Heuhaufen, die man überall sieht. Hier wird ohne maschinelle Hilfe das Heu zu großen Türmen aufgestapelt. So kann das Heu bis zu 2 Jahre haltbar gemacht werden, da der Regen nicht bis ins Innere vordringen kann. So Leute, der 3. Tag läuft bei bestem Sonnenschein. Mittlerweile bin ich voll drin im Enduro-Lifestyle. Es ist echt was komplett anderes wie das normale Motorradfahren. Also die beiden Hobbys eigentlich nicht miteinander vergleichbar, obwohl es beides auf 2 Räder ist. Aber das macht hier so einen Bock mit den Geräten, ey. Ich würde am liebsten noch 5 Tage ranhängen. Ja, einfach durch die Pampa fahren. Wo man gerade Bock hat reinzufahren, fährt man rein und es macht echt einen Heidenspaß. Ja, auf so einer Tour darf natürlich die Action nicht fehlen. Paul hat hier einen kleinen Parcours aufgebaut. Ja, in Rumänien laufen so einige Dinge noch anders. Wie auch Hunde sind hier in den Bergen Pferde zu 100% noch Nutztiere. In der Land- und Forstwirtschaft sind sie nach wie vor nicht wegzudenken. Was für schöne, kräftige und stolze Tiere hier in der freien Natur. Und so manchmal dachte ich mir, auf den Waldwegen ist wahrscheinlich neben den Enduros nur noch ein Pferd als Fortbewegungsmittel möglich. Doch die Bergbewohner schwören lustigerweise auf den in Rumänien hergestellten Dacia. Ich höre immer wieder, alle anderen Fahrzeuge kann man hier vergessen. Die Bewohner dieses idyllischen Dorfes, die man in unseren Augen vielleicht als arm bezeichnen würde, haben mich wirklich überrascht. Sie strahlen eine Zufriedenheit und Lebensfreude aus, die man in Deutschland vergebens sucht. Keine Ahnung, was er gesagt hat. Auf jeden Fall hat mich die Aufgeschlossenheit, die Gastfreundschaft und die idyllische Lage dieser Ortschaft so beeindruckt, dass dieses Bild davon es in meinen Kalender von 2023 geschafft hat.
Also die Appelparts hier. Ey, da kann man hochheizen, das ist abnormal. Ey, das macht einen Bock und dann kommt man immer auf so Plateaus raus. Also Rumänien, ein Land zum Verlieben. An der Stelle noch eine kleine Anmerkung zum Tourenverlauf. André und vor allem Paul sind natürlich Spezialisten im Endurofahren hier in den Karpaten. Doch wie vorhin schon erwähnt, haben sie in ihrem jungen Unternehmen bis jetzt nur geführte Eintagestouren gemacht. Die Dreitagestour, die wir hier gerade machen, gibt es ab nächstes Jahr mit dem Programm. Da auch Paul mit mir hier zum ersten Mal entlang fährt, kommt es manchmal dazu, dass wir den richtigen Weg erst suchen müssen. Wenn ihr die Tour für nächstes Jahr buchen wollt, ist der Weg natürlich klar und auch die Hotels sind im Voraus reserviert. So, wir haben gerade kurzzeitig den Guide gewechselt und sind der Kuh hinterher gefahren. In der Hoffnung, die weiß, wo es lang geht. Und siehe da, nur kurze Zeit später erreichen wir wieder einen Waldweg. Wir fahren weiter bergab und kommen in einer richtig coolen Gegend raus. Tiefe, dunkle Nadelwälder, durchzogen von braunen Flüssen und zwischendrin Hänge aus gelbem Steppengras sorgen hier für ein Erscheinungsbild wie in Kanada oder Alaska. Und wenn man den Blick so in die Ferne schweifen lässt, hat man das Gefühl, man kann regelrecht spüren, wie hier die Braunbären und Wölfe durch die Wälder ziehen. Die Natur hier, die ist einfach so der Hammer, richtig unberührt und die Luft und alles, also irgendwie ist man hier von Grund auf happy. Das ist jetzt echt der Hammer. Das sind jetzt so die letzten Momente von der Enduro-Tour und das Wetter war mega, die Stimmung jetzt hier mit den Wolken gerade so kurz vor der Dämmerung. Ey, das war echt der Oberhammer hier, also kann man gar nicht in Worte fassen, das hat einfach mega Bock gemacht, ey. Wir haben es bereits spät am Nachmittag und auch der letzte Tag unserer Enduro-Wanderung neigt sich dem Ende zu. Was für eine geniale Zeit in einer atemberaubenden Landschaft mit mega coolen Typen. Wir machen uns auf die letzten Kilometer wieder zurück zum Transporter. Die letzten Momente hier auf den Enduros in Rumänien lassen mich schon fast sentimental werden unter dem Helm. Die letzten drei Tage waren einfach unbeschreiblich cool, dafür kann man keine Worte finden. Und so macht es mich schon irgendwie richtig traurig, dass es hier bald zu Ende ist und ich nicht weiß, wann ich Paul und André mal wiedersehen werde. Aber auf der anderen Seite bin ich natürlich ultra dankbar und glücklich, dass ich das hier erleben durfte. Und wenn ihr dieses Glück auch erfahren wollt, dann schaut mal auf die Website der beiden enduro-nuts.ro. Unter der Rubrik Enduro-Rundreisen könnt ihr genau dieses Erlebnis nachmachen. Vielleicht habt ihr auch Glück und der Fluss hat bei euch weniger Wasser und ihr kommt durch. Wir sind hier leider stecken geblieben. Da hilft nur rückwärts rausschieben. Stiefel ausleeren und auf anderen Wegen weiterfahren. Und dann ist es soweit. Nach drei unvergesslichen Tagen und ca. 250 Kilometer sind wir wieder zurück am Transporter. Jo, wir sind zurück am Van. Drei Tage Abenteuer pur. Was soll ich sagen, es war unbeschreiblich cool. Das hat so viel Bock gemacht. Ich bin da auch richtig dankbar drüber, den beiden, dass ich eine Seite von Rumänien kennenlernen durfte, die sonst vermutlich nur die einheimischen Bergbewohner kennen. Also mal mitten rein ins Land und was soll ich sagen, Rumänien,
absolute Überraschung hier für mich. Hätte ich nie erwartet, dass Rumänien mich so von den Socken haut. Ist einfach der Oberhammer hier. Ja, wir haben auf der Tour jetzt zwar keinen Bären gesehen, dafür gibt es hier einen. Also cheers auf die richtig, richtig geilen 3 Tage. Und wenn ihr auch Bock drauf habt, sowas zum Erleben, bucht den Paul. Der führt euch hier durch die Berge. Das ist wird eins der besten Dinger, die ihr je gemacht habt, hundertprozentig. Und es ist nicht mal ein Führerschein dafür nötig, es kann quasi jeder machen. Der Paul zeigt einem alles, schaut dann, wie man es drauf hat und passt dementsprechend die Schwierigkeiten der Wege an. Und schaut auf die Website enduro-nuts.ro. Ich verlinke es euch auch in der Videobeschreibung. Komplett Werbung in eigener Sache. Ich kann es wirklich mit reinem Herzen zu 100% empfehlen. Schreibt ihnen einfach eine E-Mail, sagt, worauf ihr Bock habt, und die machen es möglich. Richtig entspannt, keiner stresst irgendwie rum, wenn man irgendwas machen will. Alles ist drin. Einfach richtig cool. Auf einen geilen Trip. War richtig cool. Good guy, Paul. Stefan, it was a pleasure to meet you. And ciao, Jungs. Und vielen, vielen Dank für die hammermäßigen 3 Tage. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Es war einfach nur eine mega coole gemeinsame Zeit mit euch. Von diesem Trip werde ich sicher noch eine Ewigkeit lang schwärmen. Und während ich versuche, die megamäßigen Bilder der letzten Tage zu verarbeiten, fahren wir zurück nach Cluj, wo ich nochmals im Office übernachte, bevor es für mich auf eigene Faust durch Rumänien geht. So, guten Morgen. Hab ich nochmal in Cluj im Office gepennt von den beiden. Ab heute geht es jetzt mit meiner Faustrum weiter. Habe jetzt als nächstes Ziel erstmal die Transalpina angepeilt. Ein bisschen mehr wie 100 Kilometer von hier, und da fahre ich jetzt auf direktem Weg hin. Bin jetzt aber mega gespannt auf Rumänien im Alleingang. Und so verlasse ich die moderne und fortschrittliche Stadt Cluj und fahre auf niegelnagelneuen Autobahnen in Richtung Südkarpaten. Hier komme ich eine Stunde später in der Ortschaft Sebeș an, zu Deutsch Mühlbach. Und genau hier ist der Start bzw. Endpunkt der Nationalstraße 67C. Weltberühmt ist die Straße jedoch unter dem Namen Transalpina. Transalpina bedeutet in 150 Kilometer auf 2145 Meter hoch. Beim Start in Sebeș befindet man sich auf 300 Höhenmeter. Bis hier losgeht, sollte man unbedingt noch einmal voll tanken. Nach guten 60 Kilometern kommt man am wunderschön gelegenen Oașa Stause raus. So langsam aber sicher durchbreche ich nach 2 Stunden Fahrt die Baumgrenze. Und Rumäniens unendlich große Wälder geben den Blick auf die bis zu 2500 Meter hohen Karpaten frei. Und nachdem die erste Hälfte dieser Strecke schon fast langweilig nur im Wald verlief, haut es mich hier oben erstmal richtig von den Socken. Die Piste hat mal wieder den richtigen Rumänien-Style. Unendlich weite Sicht auf eine Berglandschaft wie aus dem Bilderbuch. Und dieser ganz besondere Flair, den ich bisher nur in diesem Land spüren konnte, machen die Transalpina zu einer 1 mit Sternchen. Das breite Grinsen in meinem Gesicht kommt einfach davon, weil sich in Rumänien alles nach einem Abenteuer anfühlt. Die höchste Passstraße dieses Landes könnte von der Szenerie her natürlich auch in den Alpen angesiedelt sein. Doch wenn man auf die Landkarte schaut und realisiert, dass man im äußersten Osten von Europa ist, kommt das Weltreisefeeling erstmal so richtig durch. Nach einem kleinen Ausflug in die Botanik, um meine neuen Reifen auf Grip zu testen, muss ich mich erstmal stärken. So, ich habe eine kleine Oase gefunden, kurz vor der Passhöhe. Mega traditionell. Gegrillte Wurst und Polenta mit Käse. Und die Stärkung an diesem frühen Nachmittag habe ich bitter nötig. Denn was nach der Transalpina folgt, erfordert alle Kraft. So, hier relativ unscheinbar an dem Schild ist die Passhöhe vom Transalpina, höchster asphaltierter Punkt von Rumänien. Aber jetzt haben wir es erst 15 Uhr, deswegen werde ich jetzt noch in die Strategica einsteigen. 40 Kilometer langer Offroad-Track. Ich hoffe, der läuft gut, weil wenn ich da irgendwo verhänge oder so, dann wird es zeitlich alles ein bisschen knapp. Und allein möchte ich nachts hier nicht in den Wäldern stehen bleiben. Hier gibt es überall Bären.
Auf jeden Fall Transalpina, mega coole Strecke, ab der Baumgrenze, richtig geil landschaftlich, absolute 1 mit Stern. Ja, mein eigentlicher Plan war, kurz nach der Passhöhe im Skifahrerdorf Franca zu übernachten. Doch da ich zeitlich deutlich besser durchgekommen bin, als ich dachte, verlasse ich die Transalpina, die übrigens erst seit 2009 geteert wurde, in Richtung Strategica. Strategica. Merkt euch diesen Namen. Strategica. Das ist die Offroad-Strecke, die Stefan Meitinger fast an den Rande der Verzweiflung gebracht hat. Doch wollen wir mal vorne anfangen. Nach dem Abzweig von der Transalpina geht diese Offroad-Strecke erstmal recht idyllisch auf knapp 2000 Meter schnurstracks in Richtung Osten. Hier fühle ich mich noch pudelwohl. Offroad, Sonne scheint, beste Bergkulisse, ich bin voll im Element. Ersten paar Kilometern passiere ich immer wieder solche Zigeunersiedlungen. Doch auch die sind irgendwann zu Ende und dann befindet man sich im absoluten Niemandsland von Rumänien. Und während ich es in den Alpen liebe, allein zu sein, so macht es mir hier ein mulmiges Gefühl in der Bauchgegend. Wie in einem schlechten Horrorfilm ist natürlich auch der Handyempfang absolut tot. Und so beschäftigen mich hier von Anfang an die Fragen, was tue ich, wenn ich mit dem Motorrad liegen bleibe? Laut den Fakten werden in Rumänien bis zu 8 Menschen im Jahr von Bären getötet. Jo, Strategica läuft. Ich bin hier oben gerade komplett allein. Was ich in den Alpen ja immer relativ cool finde, auf den Offroad-Strecken. Ja, hier weiß ich noch nicht, wie ich es finden soll. Wenn ab und zu mal einer hier auch entlang fahren würde, würde ich mich ein bisschen sicherer fühlen. Weiß auch nicht, machen wir laufen Gedanken wegen den Bären. Aber ich wäre wahrscheinlich der erste Motorradfahrer, der vom Bär gefressen wird. Deswegen wird schon nichts passieren. Das Einzige, was halt nicht passieren darf, ist, dass irgendwas an der Karre oder bei mir kaputt geht. Weil über Nacht hier oben bleiben ist keine Option. Also dann Daumen drücken, wir haben es jetzt Saphire. Auf jeden Fall noch. Gute 4 Stunden hell. Ja, es ist etwas schwierig, die Strategica zu bewerten. Landschaftlich ist sie eine ganz klare 1 mit 10 Sternen, der absolute Oberhammer. Und wenn ihr nicht alleine unterwegs seid, dann kann ich die Strecke zu 100% empfehlen. Ein absolutes Muss in Rumänien. Doch mein Solo-Ritt hier durch fühlte sich ein bisschen so an, wie mit dem Ruderboot durchs offene Meer zu fahren. Nur was im offenen Meer die Haifische sind, sind hier die Bären. Also alles was zählt, ist sitzen bleiben und weiterfahren. Auf den ersten 10 Kilometern ist die Strecke noch relativ einfach zu fahren. Doch ich weiß auch nicht, wie der weitere Verlauf sein wird und ob ich überhaupt durchkommen werde. Die ganz realistischen Gefahren und die Ungewissheiten machen diese Fahrt hier zu einem echten Abenteuer. Doch Achtung, gleich stelle ich fest, dass Bären und Wölfe hier oben noch das kleinste Problem sind. Oh Backe, wo bin ich hier nur gelandet? Und das war gerade mal die erste von insgesamt 5 Hundeattacken. Naja, zumindest die Kühe sind friedlich. Also ein bisschen spooky finde ich es ja schon, hier so ganz allein durch die Wälder Transsilvaniens zu streifen. Seitdem hat mich schon so ein blödes Rudel Wildhunde angegriffen. Aber Hunde sind immer noch besser als Wölfe oder Bären. Ja, Rumänien, so ganz alleine, ist auf jeden Fall ein Abenteuer. Jetzt heißt es nur Daumen drücken, die letzten 20 Kilometer Offroad runterkommen. Die Landschaft da oben war gerade echt turbo krass. Aber jetzt komme ich wieder in tiefere Gefilde. War vorhin bis auf über 2000 Meter Offroad oben. Jetzt bin ich schon wieder so runter auf 1500. Gibt jetzt hier zwei Möglichkeiten abzufahren. Hab's noch nicht ganz rausgefunden, welches die einfachere ist, fahrtechnisch. Muss jetzt einfach eine probieren. Ich habe hier übrigens zur Selbstverteidigung Pfefferspray mit in der Hosentasche. Für den absoluten Notfall.
wenn sich mal wirklich ein Hund oder was verbeißt oder wirklich ein Bär kommt. Ich hoffe mal, ich brauch's nicht. Weil der Paul meinte, das ist auch nicht sicher, ob das ein Bär in die Flucht schlägt oder ob sie ihn nur noch hungriger macht. Als ich zu der Weggabelung komm und den eigentlich einfacheren Weg nach rechts wählen wollte, kamen wieder Hunde und ich musste zwangsweise nach links in die schwierigere Strecke abbiegen. Diese war aber landschaftlich absolut top. Ganz allgemein würde ich die Strategica sofort wiederfahren, aber nicht nochmals alleine. Dennoch haben sich auch auf diesem Trip die Strapazen für die Aussichten definitiv gelohnt. So, ich bin jetzt ziemlich genau auf 1-1. Bin jetzt an so einer Lichtung rausgekommen. Die Aussicht ist auf jeden Fall ein Traum. Und was die letzten Tage auch in den Bergen immer so richtig krass rausgestochen hat, ist diese absolute Ruhe. Man weiß sich darauf konzentriert, man hört einfach gar nichts. Kein Motorenlärm, kein gar nichts. Manchmal bellt ein Hund, manchmal rascheln die Blätter vom Wind. Aber sonst absolute Stille. Und die klare Luft hier oben immer, das ist richtig, richtig cool, hey. Boah, krass. Geiles Tal, ey. Ich fahr jetzt hier so rüber und dann da hinten irgendwo ab. Die Landschaft hier ist wirklich ein absoluter Traum. Doch umso weiter ich bergab fahre, desto öfter kommen einsame Bauernhäuser. Und bei einsamen Bauernhäusern, da kann man sich in Rumänien sicher sein, sind Hunde. Und zwar jede Menge davon. Ich frage mich, was ist eigentlich, wenn ich wirklich stürze und nach Hilfe suche? Man kann zu so einem Haus eigentlich nicht hinlaufen. Die Hunde bewachen das Grundstück aufs Blut. So, Level 1 war die Einsamkeit über der Baumgrenze. In Level 2 kamen dann wilde Hunde hinzu. Jetzt kommt Level 3. Dieser Bauernhof setzte nicht auf Hunde, sondern auf einen Weidezaun. Diesen musste ich öffnen, um auf meinem Weg weiterzukommen. Ich befinde mich hier also mitten in einem Gehege. Vorne ein Weidezaun und hinter mir ein Weidezaun. Und mit Erschrecken stelle ich fest, dass die meisten Kühe hier gar keine Euter haben. Oh mein Gott, das sind Stiere. Und wenn jetzt noch Hunde gekommen wären, hätte mich Rumänien schachmatt gesetzt. Das bleibt mir Gott sei Dank erspart. Und jetzt nichts wie weg hier, bevor die Stiere doch noch durchdrehen. Gott sei Dank, die beiden letzten Bauernhäuser hier waren wohl verlassen und somit auch keine Hunde in Sicht. Doch das Glück ist nicht von langer Dauer. Es folgt Level 4. Während hinter dem letzten Weidezaun in Anführungszeichen nur Stiere waren, befinde ich mich jetzt wieder innerhalb eines Weidezauns und in kurzer Entfernung sehe ich schon Hunde auf mich lauern. Der Versuch, sie durch Hupen abzuschrecken, ist kläglich gescheitert. Die Hunde bleiben hartnäckig an mir dran und ich weiß, dass ich vorne wieder einen Weidezaun öffnen muss, um am Weg weiterzukommen. Meine rechte Hand wandert schon Richtung Pfefferspray. Doch Gott sei Dank drehen die Hunde um, bevor ich am Zaun stehe. Nichtsdestotrotz fange ich langsam an zu zweifeln, ob ich hier noch heil runterkomme. So, es folgt Level 5. Meter tiefe Spurrinnen. Hier ist definitiv nichts mehr los mit Davonfahren, wenn Hunde kommen. Und was mich noch viel mehr beschäftigt, was ist, wenn ich in so einer Spurrinne stecken bleibe? Ich kann keine Hilfe holen, da jedes Haus von Hunden bewacht wird. Auf Hilfe zu warten ist auch aussichtslos, da ich die letzten 3 Stunden hier keinen anderen Verkehrsteilnehmer gesehen habe. Und außerdem, hier zu warten bedeutet, in der permanenten Gefahr zu sitzen, von Bären, Wölfe oder Hunde attackiert zu werden. Also, jetzt bloß kein Mist machen, schön vorsichtig weiterfahren und bloß nicht stecken bleiben. Doch das war leider leichter gesagt als getan. Scheiße. Kurz vor Ende hänge ich jetzt hier nochmal fest mit der Faust rum. Ich stehe hier in einer ungünstigen Position, hier sind Spurrinnen ohne Ende. Und ich muss jetzt da hochfahren.
weil wir kommen nicht durch. Aber ich bin jetzt aufgesessen mit dem Unterboden. Ich stecke jetzt hier fest. Mache jetzt schnell ein bisschen Gepäck runter und probiere es dann mit der leichteren Maschine. So, geschafft. Dank neuem Reifen und dank Enduro-Training die letzten 3 Tage konnte ich die Karre da schön rausschieben. So, sind es noch 500 Meter bis zur Teerstraße und dann ist auf jeden Fall das actionreichste Stück meiner Tour geschafft. Also das war eine Challenge, ey. Strategica in Rumänien. Ja, sorry Leute, ich habe vor lauter Nervosität vergessen, meine Befreiungsaktion zu filmen. Aber sie war eigentlich relativ unspektakulär. Ich habe meine Hecktasche, in der sich mein komplettes Camping-Equipment befindet, das ich hier umsonst durch die Gegend gefahren habe, vom Motorrad gelupft, um etwas leichter zu werden. Dann konnte ich die Karre relativ gut befreien. So, und jetzt ist es soweit. Nur noch eine Kurve und dann ist das härteste Offroad-Stück meines Lebens geschafft. Ich habe mich noch nie zuvor so gefreut, Asphalt zu sehen. Ich hab's geschafft. Ich bin auf Asphalt. Halleluja, war das eine Challenge. Also wer zeigen will, dass ein Motorradfahrer Eier hat, der soll nach Rumänien kommen mit einer dicken Maschine und die Strategica alleine fahren. Boah. Ich hab die Wildhunde getrotzt, 2 Meter tiefe Spurrinnen getrotzt, bin durch Stierherden gefahren, permanent in der Gefahr von Bären oder Wölfe gefressen zu werden. Oh, ich habe jetzt über 4 Stunden gebraucht, jetzt ist 19 Uhr, ich bin hier mitten in der Pampa. Aber Gott sei Dank auf der. Ich muss jetzt so 20, 30 Kilometer fahren, da kommt ein etwas größeres Kaff. Da weiß ich, dass da zumindest eine Tankstelle ist. Und wegen einer Unterkunft muss ich dann schauen. Aber der Ritt war der Oberknaller. Boah, mir fallen gerade 1000 Steine vom Herz, ey. Scheiße, war das eine Challenge. Jetzt die letzten Meter hier runter, die Spurrinnen, ey. Noch 2-3 Mal die Karre voll aufgesetzt. Bloß gut, dass ich noch die Heidenausschlappen draufgezogen habe. Die waren zwar auf der Herfahrt bei der nassen Autobahn echt richtig scheiße, aber hier haben sie mir den Arsch gerettet, ey. Mega erleichtert und mit 1 Million Glücksgefühle fahre ich auf schönen rumänischen Teerstraßen bis zur Ortschaft Brezoi. Hier findet sich, wie eigentlich überall in Rumänien, relativ schnell und einfach ein Apartment zum Übernachten. Also auf den geilen Tag. Den geilen ersten Tag mit meiner Maschine und den erfolgreichen Bestehen der Strategica. So, guten Morgen Leute aus meinem kuscheligen Apartment. Also ich habe hier gestern in so einer kleinen Ortschaft noch so eine Pension gefunden. Da hinten ist so eine größere Bundesstraße. Da ist eine Tankstelle mit so einem kleinen Bistro, da werde ich mir mal Frühstück und Kaffee holen. Und dann geht's heute auf den Transfargarasan. Quasi das Highlight der Heerstraßen in Rumänien. Also die ist eigentlich weltberühmt. Wahrscheinlich nicht zuletzt auch deswegen, weil da immer wieder Braunbären auf der Straße rumlaufen. Und da hoffe ich natürlich, dass ich da heute auch welche sehe. Also wenn man seine deutschen Standards ein bisschen zurückgeschraubt hat, dann ist das irgendwie echt geil in Rumänien. Ey, die leben hier so einfach, das ist echt witzig irgendwie. Alles hängt schief, irgendwie wird alles nur so halbfertig gebaut. Allein schon wieder auch ihre Kabel und alles verlegen. Ey. Aber irgendwie ist es hier halt so. Und es ist okay. So, mein Bike steht Gott sei Dank auch noch da. Habe immer ein bisschen Bange hier, dass das über Nacht verschwindet. Aber so wie sie mir erzählt haben, sind die Rumänen, die klauen wohl schon alle in Deutschland. Also hier in Rumänien wird angeblich sehr wenig geklaut. Doch mal Spaß beiseite. Ich habe noch nie in meinem ganzen Reiseleben ein so friedliches und freundliches Volk wie die Rumäner gesehen. Sie scheinen zwar in unseren Augen wenig zu besitzen und arm zu sein, doch sie strahlen eine Zufriedenheit aus und die Gastfreundschaft hier ist für mich beispiellos. Da kann man sich in Deutschland durchaus eine Scheibe abschneiden.
befinde mich mittlerweile auf dem Transfăgărășan, der zweifellos berühmtesten Passstraße Rumäniens. Sie wurde schon von so einigen Magazinen zur schönsten Straße Europas gekürt. Halt, was war denn das? Hä, ein Bär! Die sehen ja süß aus und vor denen habe ich mir gestern in die Hose geschissen. Oh Mann, ich kann euch gar nicht sagen, wie happy ich an diesem Tag auf dem Transfăgărășan war. Die Stimmung hier bei bewölktem Himmel und leichten Nieselregen war einfach unbeschreiblich cool. Und dann noch wild lebende Braunbären in ihrer natürlichen Umgebung zu beobachten, war ein echtes Highlight. Wobei man schon sagen muss, diese Bären hier sind maximal Teenager. Ausgewachsene europäische Braunbären können bis zu 350 Kilo schwer werden. Da würde man vermutlich nicht mehr so leicht mit dem Motorrad vorbeifahren. Jo, erste Bärensichtung am Transfăgărășan. Bin gerade mega happy. Der 110 Kilometer lange und sich bis auf 2050 Meter hochschlingelnde Transfăgărășan war definitiv das allergrößte Highlight meiner Solofahrt in Rumänien. Auch wenn die Passstraße etwas niedriger als die Transalpina ist, so ist das Gebirge außenherum das höchste Rumäniens. Hier schieben sich die Karpaten bis auf 2544 Meter hoch. Und bei den Bildern könnt ihr sicherlich nachempfinden, wie spektakulär diese Straße für mich war. Genau darum hat es das Foto von mir auf der Passhöhe auch zum Titelbild von meinem Motorradkalender 2023 geschafft. Jo, Passhöhe, Transfăgărășan. Der Pass war bis jetzt der Oberknaller. Also der hat seinen Weltruhm nicht ohne Grund. War richtig, richtig cool, die Landschaft hier. Auch mit den Bären am Anfang und jetzt über der Baumgrenze. Die Aussichten, richtig, richtig fett. Das hat mir jetzt besser gefallen wie gestern die Transalpina, wobei die auch sehr schön war. Aber hier ist einfach noch ein bisschen rauer und mit den Bären und so, das hat man halt dann echt nur noch in Rumänien. Vielleicht war es gestern auch einfach zu sonnig. Heute mit dem Wind und dem Regen und so ist halt doch wieder ein bisschen rauer und ein bisschen abenteuerreicher. Ein bisschen mehr nach meinem Geschmack. Also richtig, richtig gut. 1 mit 3 Sterne, die Transfăgărășan. Was für geniale Ausblicke auf dem Runterweg hier. Ich würde sogar so weit gehen und behaupten, die Transfăgărășan ist cooler als jeder andere asphaltierte Alpenpass. Die Idylle und die Stimmung hier in den Karpaten ist einfach unbeschreiblich. Also Transfăgărășan 1 mit 10 Sterne. Also für den Pass allein rentiert sich schon nach Rumänien zum Fahren. Der versprüht einen Flair. Das ist. Man merkt einfach, dass man nicht in den Alpen ist und ist einfach traumhaft, traumhaft, traumhaft schön hier. Klar hat man nicht für sich allein, es ist einiges los, auch unter der Woche. Aber der Pass ist sowas von genial. Also bin richtig verliebt. Hat man die Waldgrenze wieder betreten, kommen auch schon wieder die ersten Bären zum Vorschein. Die eigentlich sehr scheuen Tiere tümmeln sich hier immer wieder auf der Straße herum, da vor allem die Einheimischen sie aus dem Auto heraus füttern. Und so habe ich auf dem Transfăgărășan insgesamt 6 verschiedene Bären gesichtet. Wer sich also hierher wagt, hat eine ziemlich gute Chance, diese stolzen Tiere in freier Natur zu erleben. Und das vor allem auch aufgrund der Tatsache, dass von 8.500 Bären in Europa fast 7.000 in Rumänien leben. Der Braunbär ist mit einer Schulterhöhe von bis zu 1,50 Meter und einer Körperlänge von fast 3 Meter eines der gefährlichsten Raubtiere auf der Erde. Im Sprint können diese Tiere bis über 50 km/h schnell werden. Außerdem können sie gut klettern und haben über 8 cm lange Krallen.
Alles in allem sind sie also mit Vorsicht zu genießen und deshalb habe ich mir vor der Tour auch so einige Gedanken gemacht. Als ich dann gegoogelt habe, wie verhält man sich bei einem Bärenangriff, hat mich das auch so ganz und gar nicht beruhigt. Das Internet empfiehlt, sich bei einem Bärenangriff totzustellen. Ist er nicht hungrig und hat nur angegriffen, weil er sich selbst bedroht gefühlt hat, wird er dann irgendwann von einem ablassen. Sollte er jedoch anfangen, deine Wunden zu lecken, so hör auf, dich totzustellen, steh auf und verteidig dich mit allem, was du kannst, denn dann will der Bär dich fressen. Doch die Bären hier waren Gott sei Dank friedlich. So, jetzt habe ich aber einen Bärenhunger. Habe hier gerade eine Oase gefunden. Richtig cool. Kann hier schön essen auf so einer Terrasse. Für rumänische Verhältnisse sehr, sehr schick. Riesen Auswahl an Getränke. Und hier ein ganz kleiner Smoker. So, das sieht auch gut aus. Ribs mit Pommes und Käsebrot. Geil. Grillen auf Rumänisch. Und wieder ein Pluspunkt für dieses Land. Wer hier auch einkehren möchte, der Name dieses Barbecue-Restaurants ist Transfăgărășan Treehouse Village. Und weiter geht's am über 10 Kilometer langen Fidraru-Stausee. Hier sollen in den 60er Jahren bis zu 400 Menschen bei den Bauarbeiten ums Leben gekommen sein. Nach dem See, der sich auf 800 Höhenmeter befindet, kommt man relativ schnell wieder in niedrige Regionen. Wenn ich hier kurzzeitig in der Walachei unterwegs war, geht es jetzt wieder in Siebenbürgen weiter. Die deutschen Bezeichnungen und Städtenamen in Rumänien kommen übrigens daher, dass hier schon im 12. Jahrhundert die Siebenbürger Sachsen angesiedelt wurden. Die für damalige Zeiten riesige Völkerwanderung diente der Besiedlung dieser bis dato fast unbewohnten Region. Die Siedler sollten vor allem die Ostflanke gegen das Osmanische Reich verteidigen. Siebenbürgen ist heutzutage besser bekannt als Transsilvanien. Und bei Transsilvanien denkt natürlich jeder Mensch sofort an Graf Dracula. Und genau in diesem Schloss soll er gewohnt haben. Ich bin jetzt in Bran, in Draculas Heimatstadt. Hier ist das Schloss von Bran, auch bekannt als das Dracula-Schloss. Und hier geht es touristisch ziemlich ab da oben und dementsprechend teuer sind auch die Unterkünfte. Also die Preise gehen hier hoch bis 150 Euro die Nacht, was für Rumänien ungefähr das Zehnfache vom normalen Preis ist. Habe jetzt hier eine gefunden für 40 Euro die Nacht, auch ziemlich nah am Zentrum. Richtig coole Hütte, sehr sympathische Leute hier. Auf jeden Fall, die Tour für heute ist geschafft, war ein mega geiler Tag. Transfăgărășan, mega, mega gut. Und jetzt hier noch bis nach Bran gefahren. Es läuft ganz gut hier in Rumänien. Wetter spielt super mit. Bis jetzt alles astrein. 1A. Also cheers auf den geilen Tag in Rumänien. Auf wieder einen geilen Tag in Rumänien. Ein Land zum Verlieben. So, guten Morgen aus Dracula Village. Bin jetzt hier gerade auf dem Weg zum Dracula Schloss. Hab die Nacht super geil gepennt. Erst immer ein richtig bequemes Bett gehabt hier. Werde jetzt hier noch ein bisschen die Ortschaft Bran erkundschaften. Und dann geht's auch schon Richtung Heimat. Also Bran ist hier mein Wendepunkt, der weitest entfernte Punkt der Reise quasi. Und ab heute geht's dann schon wieder Richtung nach Hause. Und hier sind es 1500 Kilometer bis zu mir. Und dafür habe ich jetzt 2 Tage Zeit, das ist schon mal sehr gut. Ja, schauen wir mal, wie das Dracula-Schloss von innen aussieht. Ja, wenn man nicht Wikipedia, sondern den Einheimischen hier glaubt, dann hat hier im 15. Jahrhundert der Vlad Dracul geherrscht in dem Schloss. Es war ein Fürst, der Rumänien gegen die Osmanen verteidigte und nicht zuletzt berühmt-berüchtigt wurde durch seine absolute Grausamkeit, vor allem durch seine Vorliebe der Hinrichtung durch Pfählen. So soll er bis zu 100.000 Leute auf dem Gewissen gehabt haben, bis zu seinem Lebensende. Ja, und dadurch entstand dann die Legende von Dracula, die besagt, dass er nach seinem Tod hier immer noch weiter sein Unwesen getrieben hat. Thank you.
Also wahnsinnig cooles Castle. Bin ja nochmal nicht so der Sightseeing-Typ. Aber die knappe 9 Euro Eintritt haben sich hier auf jeden Fall rentiert. So, ich bin zurück in meinem Apartment. Breche jetzt dann auch gleich auf. Auf geht's in Richtung Heimat. Zuerst entlang niedlicher Landstraßen und alten Dörfern, wo der rumänische Flair noch so richtig versprüht wird, bevor es wieder auf nagelneuen, dreispurigen, fast leeren Autobahnen weitergeht. Und während bei uns Verbrennermotoren schon in naher Zukunft verboten sein sollen, so werden hier gerade erst Raststätten mit Zapfsäulen aufgebaut. Ja, schon wieder ein Pluspunkt für Rumänien. Ich habe die Autobahn noch einmal kurz verlassen, um meine letzte Sehenswürdigkeit hier zu besuchen. Es ist die im 14. Jahrhundert erbaute Burg Hunedoara. Ich habe mir die Burg ausgesucht, da ich finde, dass sie optisch eine der coolsten von Rumänien ist. Und deshalb wird sie auch oft als Filmkulisse verwendet. Zum Beispiel die ProSieben-Fernsehserie 48 Stunden Angst und der Horrorfilm The Nun wurden hier gedreht. Von hier sind es genau 1200 Kilometer bis zu mir nach Hause. Wir haben es jetzt nachmittags um 2. Das heißt, ich werde heute Abend nochmal irgendwo in Ungarn oder Österreich übernachten und dann morgen bis mittags ungefähr daheim sein. Ja, somit heißt es jetzt hier Abschied nehmen von Rumänien. Und was soll ich sagen, die Tour war einfach der Oberhammer. Also die reiht sich garantiert mit in den Top 3 meiner Motorradtouren ein. Liegt vor allem daran, dass die ersten 3 Tage mit den Hard Enduros sowas von mega genial waren. Und die nächsten 3 Tage mit meiner V-Strom waren auch richtig cool. Transalpina, Strategica und Transfagarasan, richtig, richtig sehenswert. Mega geiles Land. Die Gastfreundschaft hier, die ist abnormal. Noch nie erlebt sowas, so freundliche Menschen. Und alle Vorurteile, die ich so vor der Tour gegen Land und Leute hier hatte, sind komplett ausgeräumt oder um 180 Grad gedreht. Die V-Strom hat natürlich mal wieder super mitgemacht, wobei ich sie diesmal echt hauptsächlich für An- und Abreise gebraucht habe. Und der Heidenau K60 Ranger hat mir ja mal einen Stollenreifen aufgezogen vor der Tour, wegen der Strategica. Offroad hat er natürlich auch super gemeistert, ist ja auch als 70-30 Reifen verkauft von Heidenau, also für 70% Offroad, 30% Straße. Für meine Touren, die ja eher 90-10 Asphalt sind, war er jetzt nicht so überzeugend. Auf trockenem Asphalt hat er schon gut gehalten, aber wenn der Thermal nass war, ist er schon ziemlich oft gerutscht und dann ist das Vertrauen in den Reifen einfach weg und dann fährt man auch nicht mehr so richtig, wie man es eigentlich kann. Und deswegen Offroad-Reifen bestimmt super. Wer viel Offroad fährt, kann den sicherlich kaufen. Ansonsten gibt es natürlich wie immer auch den GPX-Track von meiner Reise. Also von dem Teil, wo ich selber gefahren bin. So, dann heißt es jetzt Navi nach Hause starten. 1200 Kilometer. Ab jetzt nur noch Autobahn auf dem direkten Weg nach Hause. Also macht's es gut und bis zum nächsten Mal im nächsten Jahr dann. Bye, bye. Die alten Kraftwerksruinen hier an der Autobahn kommen noch von der kommunistischen Zeit Rumäniens. Doch die ist längst vergangen und seit 2007 gehört Rumänien sogar zur EU, aber nicht zum Schengener Abkommen. Das sorgt für lange Wartezeiten an der Grenze zu Ungarn. Ich habe mich mal ein bisschen vorgedrängelt. Ein paar böse Blicke riskiert, aber die brauchen hier pro Auto fast 5 Minuten. Also wenn man ganz da hinten steht, ist man hier glaube ich 3 Stunden beschäftigt mit Warten. Wenn ich jetzt vorgeschoben hatte, dann noch 4 Autos vor mir und warte jetzt auch schon seit einer Viertelstunde. Also keine Ahnung, was die da alles kontrollieren, aber hier geht überhaupt nichts voran. Lustigerweise, als ich zum Grenzzöllner kam, hat er meinen deutschen Ausweis nur aus dem Seitenwinkel erblickt und hat mich durchgewunken. Von hier sind es noch genau 1000 Kilometer bis zu mir nach Hause. Bis tief in die Nacht schiebe ich mich über die ungarische Autobahn, bis ich schließlich wieder die österreichische Landeshauptstadt Wien erreiche. Wie Christbaumbeleuchtung blinkt hier der größte Windpark, den ich je gesehen habe. Etwas durchnässt nächtige ich nochmals in einem Hostel, bevor es am nächsten Tag am frühen Morgen weitergeht. Wer sich zurückerinnern kann, der September war dieses Jahr extrem kalt.
Und so waren die letzten 500 Kilometer nach Hause alles andere als angenehm. Doch trotz einstelligen Temperaturen und strömenden Regen fahre ich pausenlos durch und erreiche schließlich überglücklich zur Mittagszeit meine Heimat. So, daheim angekommen. Das war ein Höllenritt, ey. Teilweise nur noch 8 Grad Sturm und Regen auf der Autobahn gehabt. Jetzt aber die 1500 Kilometer vom Dracula-Schloss bis hierher ziemlich durchgezogen. Aber mit dem Heidenau K60 Ranger, zumindest mit dem Hinterreifen, brauche ich nicht mehr viel anfangen. Der ist in der Mitte schon so gut wie runter nach ein bisschen über 3000 Kilometer. Also nochmal Daumen runter für den Reifen. So, das war's mit meiner Rumänien-Tour. Die Tour, die es neben Nordkap und Island mit aufs Podest geschafft hat. Quasi eine der Top 3 Touren in meinem Motorradleben. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass ich dieses tolle Land so erleben durfte. Das war einfach die perfekte Motorradtour. Und wenn ihr das auch erleben wollt, dann holt euch die GPX-Tracks aus meiner Videobeschreibung und schaut mal auf die Webseite der Enduro Nuts. So, das war Rumänien. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne auch noch meine anderen Filme anschauen. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Ihr findet mich auf YouTube, Instagram und natürlich Facebook.